Willkommen zur Folge 24. Und nachdem die ehrlichen Wege nichts gebracht haben, der ehrliche Kampf Mann gegen Spinnenhexe, bin ich jetzt bereit, ein Phantom zu rufen. Heißt ja auch nicht, dass ich da gleich gewinne. Also hier mal kurz zwei Explosionen und Peng. Ach, ich hätte ja sogar Moosklumpen. Aber ich glaube, Blutung war nicht das Problem. Okay. Was wollte ich jetzt nochmal? Menschlichkeit. Da habe ich genau die zwei, die ich brauche. Ne, eins. Ach nee, danach bin ich gestorben. Es war verschwendet, ich weiß. Egal. Und jetzt hätte ich auch nur eins gebraucht. Auch das weiß ich eigentlich. Und dann gehe ich es aber trotzdem höchst methodisch vor. Also erstmal das Monsterchen rechts. Umschalten. Der Weg hier besser. Naja, keine Experimente. Ja, es nervt. Das nächste löse ich anders. Ich habe auch den Eindruck, manchmal sind sie langsamer. Immer wenn sie einen nerven, sind sie langsam. Und wenn man sie nicht sieht, sind sie schnell. Kann ja sein. Das ist nicht, was gegen meine fantastische Theorie spricht. Ah, guck mal. Da kam der einfach hier rausgekrabbelt. Aber jetzt. Ja, so verbrauche ich halt mehr Pfeile. Aufgrund meiner Treffunsicherheit. Na, aber den habe ich doch fast getroffen. Allerdings hat man mehr zu tun, statt nur dumm zu warten. Also ein Für und Wider. Metaebene gegen Spielressourcen. So. Nachdem ich das jetzt so schön gemacht habe, ist die Frage, ob ich mich nicht doch nochmal umziehe. Also, klar, es ist nervig, dauert Zeit, aber wenn ich halt dann nochmal... Das dauert wirklich Zeit. Auf was muss ich denn? Auf den Wanderer, glaube ich, oder? Ich merke mir das einmal. Nee, auf die schwarze... Nee, auf die Schatten. Und genau, Schatten. Alles auf Schatten. Habe ich überall Schatten? Ja. Dann geht's einfach. Nur da habe ich keine. Doch, da auch. Gut. Also, und falls ich in eins von diesen anderen reinrenne, machen wir das so noch. Und jetzt laufe ich nämlich da. Ne, ich glaube, da ist ein anderes Vieh noch. Ja, da kam dann noch das andere Vieh, aber egal, darauf warte ich jetzt sozusagen. Bin nicht überrascht. Und hätte ich es gleich getroffen, was ich habe, hätte, könne, sollen, sein, fange ich mir keinen Schaden ein. Jetzt warten wir hier aber. Sie laufen außen rum. Naja, so, das ist der beste Weg. Und das hat jetzt insgesamt, weiß ich nicht, wie viel gedauert, wie lange nehme ich schon auf. Eine Minute Abzug. 3 Minuten, sagen wir mal. Das hier kann ich besser sehen, darum starte ich das auch noch. Handy ist übrigens auf off. Und jetzt laufen wir hier noch rüber, da warte ich aber brav. Ich finde so insgesamt 4 Minuten Anmarschweg ist okay, oder? Aufi! Aufi, Aufi, Aufi! Manchmal entscheiden einzelne Sprünge darüber. Ja, habe ich es geschafft. Und dann komme ich jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt nicht noch irgendeinen riesen Mist baue oder irgendwas dann doch nicht so ernst nehme, wie ich sollte, zum Beispiel diese kleine Querung, komme ich auch tatsächlich mal mit 100% und Menschlichkeit und 10 Flakons da unten an. Kann da noch was schief gehen? Ich fürchte ja. Ach so, beim Ring bleibe ich auf meiner Wahl. Aber ich rüste mich natürlich wieder. Ach so, soll ich mich jetzt antifeuermäßig ausrüsten? Und ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, dass diese Resistenzen gar nicht so wahnsinnig viel bringen. Auf der anderen Seite,
Als was zählt das Schwert? Das ist im Prinzip die Frage. Zählt das Schwert als Feuerschaden? Oder zählt. Nee, ich gehe in meine Elite-Montur. Da habe ich die meisten Kämpfe schon mitgewonnen. Ich würde übrigens vermuten, dass irgendwo in diesem Level noch was gegen die Spinne versteckt ist mit Anti-Feuerschaden. So schätze ich das Spiel ein. Danach könnte ich natürlich auch suchen, aber jetzt sind wir mal guter Dinge. Ring, ja. Wenn es knappo wird. Für alle Fälle trotzdem den Bogen, schadet nichts. Ach Gott, wie sieht die denn aus? Na gut. Ach so, die ich besiegt habe. Ja klar, jetzt langsam kapiere ich das Prinzip. Ich habe es echt noch nicht. Jetzt habe ich es kapiert. Also, dann lass dich mal rufen. Wo bist du? Sehr gut. Die wilde Mildred, die für mich überhaupt kein Gegner war. Wahrscheinlich ist deren Montur die beste. Ja, egal. Gucken wir mal, was die wilde Mildred so tut. Ich tue es erstmal so, als wäre ich allein. Und müsste für mich selber sorgen. Ah, sehr gut. Die wilde Mildred. Aber nicht die Explosion abbekommen. Jetzt hat er mich gemerkt. Hat sie mich. Oh, die hat gut Schaden gemacht. Ja. Das ist der große Vorteil. Die wilde Mildred, die allerdings gerade ihre Hitpoints schon gut einbüßt. Und nicht mehr sehr lange, glaube ich, wild und mildbrepp sein wird. So, jetzt muss ich weg. Ah, da kann ich nicht weg! Scheiße, scheiße, weg, 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 weg! Ich bin 46 Jahre alt und habe das Gemüt eines Vierjährigen bei Dark Souls manchmal. Ja, aber jetzt seht ihr den riesen, riesen Vorteil. Ich meine, der Kampf ist immer noch längst nicht gewonnen, aber ich komme halt mal an die hin. Ich hoffe, die macht jetzt nicht gerade irgend so eine Scheiße, die zu explodieren, aber ich darf auch nicht zu lange warten bei der Geschichte. Waffe in Gefahr? Das würde den Saphir-Weapon freuen. Also nicht, dass ich verliere oder so, sondern wenn ich hier meine geliebte Drachenschwertgeschichte einbüßen würde. So, nochmal. Jetzt komm! Ah, fuck! Daneben. Aber wir kriegen das Ding klein. Und sie macht ja auch immer wieder Schaden. Nee, ausloggen ist bei der am besten tatsächlich, weil es so viel rumspringt. So, jetzt komm, komm! Jetzt weg, weg, weg! Sie schlägt sonst. Und gut, 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 gut. Da mache ich mir sogar den Luxus nicht, dass es an 3 Hitpoints scheitert und trinke jetzt schon. Ja, die haben wir im Sack. Jetzt hat sie so eine blöde Explosion gemacht. Jetzt haut sie. Gott, ist das einfach, wenn man so eine Ablenkung hat. Da geht es gar nicht um das Schaden austeilen. Zerbrochen, meine geliebte Waffe. Was mache ich jetzt? Jetzt schieße ich. Aber zerbrochen heißt das. Was heißt denn das überhaupt? Das heißt, dass wir erstmal wegrennen. Wir müssen mitten im Kampf anfangen, uns neu zu rüsten. Aber dank der lieben. Dank der lieben Dingens kriege ich das ja auch gebacken. So, aber jetzt habe ich meine Chance wieder. Aber jetzt weg, weg! Du willst nicht in irgendwas Dummes rein explodieren. Rein explodieren ist auch eine eher kunstlose Verwendung der deutschen Sprache. Oh, das war's! Leider habe ich nicht den letzten Streich geführt, aber die Mildred, die hat was geleistet. Die hat echt was geleistet. Die hat mit den letzten paar Hitpoints den gelegt. Wäre ich nicht so feige gewesen, wäre es ich gewesen. Und ein Bossgegner weniger. Okay. Habe jetzt nicht so das Gefühl des Stolzes, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kann ich sogar noch meine Seelen von vorhin, die 400, aufklauben. Aber Gott. Also ganz ehrlich, ich glaube, da hätte ich viele Versuche gebraucht, bis ich die geknackt hätte. Zumindest mit meiner aktuellen Skillung und Ausrüstung und so weiter. Könnten wir mal schreiben, ob es irgendwas Antifeuermäßiges irgendwo im Level gibt. Und ich glaube, wir haben Sandstadt verlassen! Ja! Wir haben es geschafft. Auch schön gebauter Level übrigens. Ich glaube, der profitiert wirklich von Enhanced.
habe wie üblich nicht die geringste Ahnung, wo es weitergeht, aber da ist ein Ah, das ist die zweite Glocke. Mann, heute erleben wir aber was. Soll ich mich gleich mal hier runterstürzen und alles kaputt machen, was ich geleistet habe? Hier geht's auch runter. Vielleicht erstmal gucken, ob es irgendwo noch ein weiteres Lagerfeuer gibt. Ach, gucken wir doch erstmal. Lass uns dann irgendeinen Zufallsgegner töten. Also, nein, machen wir natürlich nicht. Wir läuten jetzt die Glocke. Seid ihr bereit? Ich darf sie aber nicht läuten. Doch, jetzt. Cutscene! Übrigens, meine echten Kirche war oben im Glockenturm direkt unter der Glocke weiß, dass man sich da die Ohren zuhält. Vor allem bei so einem Riesending. Aber eher nicht, der ist schmerzbefreit. Das sieht richtig lauschig aus. So, was passiert jetzt? Was erwacht nun? Das erwacht nun. Oh! Ah, der zieht jetzt irgendwas auf. Der ist auf Glockengeläut konditioniert. Nicht schlecht. Ah, das ist das Tor da unten, wo der Ritter wartet. Dem habe ich jetzt geholfen quasi. Und er steht da oben und muss jetzt stehen bleiben für immer. Sonst ging es ja wieder zu. Nicht schlecht. Ich mag Leute, die ihre Pflicht erfüllen. So, soll man da mal runterspringen? Würde mich ja schon reizen. So ein ganz klein bisschen würde mich das reizen. Ja. Sogar Wasser da unten, oder? Könnte man vielleicht sogar überleben. Bin ich nicht mutig genug gerade. Also, gucken wir mal weiter. Da kam ich her. Da geht's jetzt runter. Also, haben wir doch mal wieder was geschafft. Nee, das war nur eine Eisenplatte. Gut, dass ich da nicht runtergesprungen bin. Aber das ist ein Aufzug, das sehe ich. Und hier wollen wir da mal weiter gucken. Hui, wird's dunkel. Ich habe nur 20.900 Seelen. Piece of Cake. Vielleicht kündigt sich ein Gegner an, bevor er mich tötet. Vielleicht ist das auch hier alles kein Problem. Oh je. Ah, ein Feuer. Sehr gut. Ich dachte gerade, muss ich alle töten oder so. Kann man denn mit denen reden? Weil irgendwie nervt mich das schon, dass die hier am Feuer rumsitzen. Wie rede ich mit denen? Kann ich mit euch reden? Nee. Ach Gott, die Armen. Aber die bitten ja um Gnade. Oh, schaut mal, das ist die nächste Nebelwand. Hui. Hui, hui, hui. Da käme ich über die Brücke. Kann ich mich bestimmt runtern lassen. Na, steigern wir uns mal erst ein bisschen. Das lohnt sich bei 20.000, oder? Ach komm, oder machen wir sie fertig. Kommt denn nur einer oder alle? Hm. Alle könnten das fast ein bisschen viel werden. So, aber erstmal möchte ich mein Drachenschwert reparieren. Was ich wahrscheinlich nicht darf. Doch! Ha. Das war das erste Mal. Ja, durch das Feuer wahrscheinlich. So, aber wisst ihr was? Ich bleibe jetzt erstmal beim Uchigana. Und da mir Geschicklichkeit ist, gucke ich mir das mal mit diesem Skalieren erstmals in meinem Leben genauer an. Also ich vermute, ich habe es schon kapiert, aber gucken wir mal. Nee, ich wollte ihn durchaus haben. Oder natürlich den Langbogen. Und den, der ist bestimmt auf lange Sicht besser. Wo sieht man jetzt die ganzen Sachen? Nee, man sieht hier mal wieder nichts. Das Inventarsystem ist so aus der zweituntersten Hölle. So, es skaliert mit Geschicklichkeit B. Da ist, glaube ich, S das Beste nach altem japanischen Schulsystem. E, D, C, B, A, S, falls ich. Oder D, B, C, D, A. Ihr wisst, was ich meine. Denken und spielen gleichzeitig. Keine gute Kombination. So. Also, gucken wir mal. Was wollte ich jetzt gucken? Ich wollte. Also, skaliert mein geliebter
Graswappenschild mit irgendwas, mit Stärke, verständlich eigentlich. Skaliert mein geliebter Kurzbogen mit irgendwas. Oh, mit Geschicklichkeit und sogar mit S, während dieser Bogen nur mit A skaliert. Das heißt, dass ich durchaus weiter den Kurzbogen, wenn ich auf Geschick gehe. Und dann, was haben wir denn sonst noch so? Uchigana skaliert halt nur mit B. Darenschwert skaliert gar nicht. Ich habe es kapiert. Schauen wir mal eine Waffe, die vielleicht mit A oder S skaliert. Das ist eine Nahkampfwaffe. Schlachtermesser. Aber schaut, so viel bräuchte ich da als Minimum, dass ich gerade noch bei minus 73 bin. Das ist nicht die beste Idee. Nee. Die Riesenkeule. Da ist mir in der Tat auch wegen der Doppelnutzung mit dem Bogen, der sicherlich mein Freund bleiben wird, wobei natürlich auch der Langbogen weiter skaliert, und ich kann mir schwerlich Bögen vorstellen, die nicht hauptsächlich mit Geschicklichkeit skalieren, eher eine Armbrust. Ne, Armbrust skaliert gar nicht. Und Beschwörung des Zauberers, das machen wir ein andermal. Also, ich denke, dass ich jetzt bei der Uchigana erstmal bleibe. Wenn ich damit zurechtkomme. Und dann investiere ich mal ein bisschen was. Also aufsteigen. Jetzt kommt am Schluss. Waffe verstärken. Kann ich gerade nicht, weil mir die blöden kleinen Scherben fehlen. Rüstung verstärken. Kann ich nicht, weil mir die blöden kleinen Scherben fehlen. Wo gab es nochmal bei diesem einen Schmied zu kaufen, wo ich jetzt eh demnächst hin zurückkommen werde? Ja, dann soll ich vielleicht nur meinen Bogen, das Uchigana und den Kurzbogen reparieren. Aber macht euch mal keine Hoffnung, ich habe 10.000 Seelen erst ausgegeben für mein fantastisches Drachenschwert. Sobald ich mal wo nicht weiterkomme, sind wir gleich wieder beim selben Thema. Aber jetzt steigere ich erstmal die Geschicklichkeit auf 20. Ich habe noch 3.000 Seelen übrig. Moment, ich habe doch bestimmt Seelen ohne Ende. Die Spezialwaffen waren bei Dark Souls 3 eher enttäuschend. Stolzer Krieger. Ich glaube, die Krieger bringt mir 2.000. Das heißt, wenn ich da 3 nehme, dann müsste ich 9.000 haben. Das reicht dann gerade für die nächste. Sehr gut. Ach, Erinnerungsvermögen aus der paradiesischen Lebertran-Fraktion. Aufsteigen wollte ich machen. Und jetzt tun wir noch einen Punkt, auch immer beliebt, in die Stärke. Hilft mir überall so ein bisschen. Und dann kommt man wieder Kondition an. Und Wille will ich ja irgendwann mal steigern fürs Zaubern. Alles gut. Okay, jetzt bin ich hier erstmal abgesichert. Ja, irgendwie soll ich sie. Komm. Ja, und oh, jetzt kommen die Würmer, gell? Ich weiß noch nicht, wie die im Nahkampf sind, weil ich sie bislang immer im Fernkampf besiegt habe. Die Würmer Abstand halten. Vielleicht war es jetzt nicht die allercoolste Idee, die ich da hatte. Und jetzt bringt vor allem keine Seelen. Ne, das nervt man eigentlich mehr. Lohnt es ja nicht mal in den Pfeilen. So ein paar noch im Fernkampf und den Rest mache ich dann im Nahkampf. Oh, den habe ich gar nicht gesehen hier. Schaut mal. So, dann schalten wir mal um. Ah, so jetzt. Wow! Was machen denn die für Schaden? Alter, der Hammer! Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt nicht noch die anderen wecken. Halt, 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 ho. Ja, ich muss das Feuer auch noch entfachen, fällt mir gerade ein. Ich muss es überhaupt erstmal so ein bisschen. Okay, ja! Also gut, dass ich nicht gleich alle angegriffen habe, aber das bringt ja gar nichts. Und ich denke, die werden auch nicht verschwunden sein. Sondern die kommen auch jedes Mal wieder. Nee, das macht keinen Sinn. Hab ich jetzt nur Pfeile und Flanke ausgekostet. Alles gut, ich greife euch nicht mehr an. Oder greift ihr mich jetzt an? Seid ihr jetzt Feinde? Naja, solange ich sie nicht zerstöre, passiert ja nichts. Okay, alles gut.
soll jetzt erstmal rasten. Dann habe ich ja noch Menschlichkeit. Das heißt, ich kann gleich entfachen. So, jetzt ist hier alles gebonkt. Und jetzt kann ich auch mal riskieren zu sterben. Jetzt sind, glaube ich, alle wieder da, oder? Ich könnte nämlich jetzt mal hier rüberlaufen. Da unten sitzt einer, steht einer. Wenn ich mich hier runterlasse. Genau. War das gedacht. Oh, aber da ist eine Nebelwand. Was hat denn das zu bedeuten? Wo steht der, den ich gerade gesehen habe? Auf einmal sehe ich ihn nicht mehr. Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich habe doch gerade einen stehen sehen. Hm. Da unten stand doch einer drauf. Da. Der ist jetzt weg. Nee, der steht ja noch. Ich sehe ihn nur von hier kaum. Oder ich bin... Ich glaube, nee, da unten steht er. Da unten steht er. Schaut. Ah, da komme ich, glaube ich, nicht so schnell. Aber schöner Level, oder? Könnte man vorstellen, dass der früher auf PS3 und Co. schöne Probleme gemacht hat. Schandstadt vermutlich noch mehr wegen den vielen kleinen Objekten. Hier ist auch wieder ein Aufzug, wenn ich das richtig sehe. Oder was ist das? Nee, irgendwas anderes. Wollen wir direkt mal durch die Nebelwand? Einfach mal gucken, was passiert. Warum denn nicht? Erste Hälfte der Folge. Ich habe mir nicht schon gedacht, dass das keine Endgegner-Nebelwand ist. Wo soll sie da nicht verschwinden? Ich glaube, da ist doch was drin. Hm. Gerade bin ich mir unsicher. Gucken wir mal, was passiert. Da unten ist ja auch so ein Finstergeist. Ja. Ja, vielleicht muss ich da vorlaufen und dann kriege ich auf die Mütze. Erstaunlich wenig passiert. Es wäre aber auch erstaunlich schnell zum nächsten Bossgegner, wenn das jetzt einer wäre. Darum glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Nee, nee. Alles gut. Da oben komme ich hier. Irgendwo unter mir, aber ich bin nicht wahnsinnig. Irgendwo da unten steht der andere. Ja! Was haben wir denn da Schönes? Sieht aus, als würde mich one-hitten. Aber es gibt wenige Gegner, die ich nicht mit dem Bogen auf die Dauer Lavastrom-Dämon. Kommt der jetzt auch? Ach, ist das wieder lustig. Ich habe so viel Spaß hier. Gehen wir mal weg schnell. Ne? Aber ich möchte mal wissen, was der mir hier tun möchte. Der hat überhaupt keine Chance, an mich ranzukommen. Kann hier ein bisschen außen rumlaufen, das war's. Den schieße ich in den nächsten 7 Stunden mit Pfeilen, Klein. Der weiß es noch nicht, aber er hat nicht die geringste Chance. Außer er kann um die Ecke spucken. Das ist ja fast wie Cheating. Oder ich übersehe da vielleicht auch was. Aber er scheint Augen am Popo zu haben. Lavastrom-Dämon. Ah, kaum Hitpoints. Bleibt doch zu Hause. Wahrscheinlich kann er halt hier reinspucken, gell? Können wir es gleich sehen. Komm. Oh, er kann nicht reinspucken. Aber er kann beängstigend weit schlagen. Aber weiter wirst du nicht schlagen können. Müsste ich doch eigentlich sicher sein. Hier, halt, nee, bleib hier. Das ist eine gute Stelle. Komm, komm, ja, ja. Und jetzt machen wir mal hier das persönliche Anvisieren. Schaden? 7! Und der hat maximal 70.000 Hitpoints. Überhaupt keinen Akt. Den mache ich klein. Achso. Ich muss nochmal Pfeile kaufen gehen, aber. Hm. Sieht so ein bisschen aus wie ein Ballrock. Naja, dass der mich hier treffen kann. Naja, glauben wir es mal. Also, der ist vielleicht noch eine halbe Nummer zu groß für mich. Da muss ich noch ein bisschen reinwachsen. Wollen es einfach mal ausprobieren. Zählen wir auch nicht weiter hier irgendwie als tot oder sowas. Zählen hatte ich eh keine, darum habe ich es ja gemacht. Jetzt nur die Frage, ob ich zu dem runterkomme irgendwie. Bin schon wieder verloren. Da unten steht er, da muss ich quasi. Zuerst mal hier runter.
Hui. Dann. Da. Dies wird nix, aber. Ich kann doch einfach darüber marschieren, oder? Ja, schon nett gemacht. Kann ich da einfach. Ah, das ist der erste, der wirklich kommt. Ach, jetzt bin ich auf einmal ein Gegner, weil ich sie angegriffen habe, vermute ich. Ja. Naja, das ist nicht die gefährlichste Form von Gegnern. Da liegt bestimmt am Zipfel irgendwas. Oder auch nicht. Nö, oder auch nicht. Ist jetzt sonst irgendwas Schlimmes? Nö. Hinten liegt was in der Lava drin, aber hier. Na da. Wer ist er hier und wie komme ich an ihn ran? Naja, das Schnellere ist jetzt leider da reinzusteigen. Um wieder hochzukommen. Vergebung. Ich versuche es noch, was, wenn man weiterläuft am Lava-Dämonen passiert, aber eigentlich denke ich, soll ich wieder zurück zum vorherigen Dingens und mir angucken, wo das Tor aufgegangen ist. Dann kann ich nämlich auch gleich ein bisschen... Ich suche nur ein bisschen rum hier und dann bringe ich mich für die nächste Folge in Position. Ich glaube, das ist sinnvoll. Also. Hier nicht zu weit rechts, sonst fliege ich runter. Ist doch einiges zu erkunden da unten. Wenn ich auf den Weg käme, bringt es mir immer noch nichts. Das könnte ein Mechanismus sein. Das heißt, da muss ich irgendwo anders. Und ich habe nicht den vorherigen vergessen. Da kehre ich dann bald hin zurück. Das ist bestimmt eine Abkürzung zurück. Werde ich wahrscheinlich von der anderen Seite aus aktivieren irgendwie. Der Lava-Dämon ist wie die Hydra sicherlich ein optionaler Gegner. Eine blöde Frage, was hat mir den Schaden schon gemacht? Ich glaube, der stürzt einfach. Achso, und das war ja hier nur. Ja, ja. Ja, okay, das bringt's nicht. Nee, das bringt's nicht, aber die Abkürzung ist wiederum am besten. Wenn ich da schnell hochspringe, also durch Tod wieder hochspringe, wollte ich damit sagen. Also reizen wir ihn kurz. Und dann versuche ich mal, seinem anfänglichen Feuerschwall auszuweichen, wenn es überhaupt geht. Schwer, sehr schwer, aber darauf kann man doch... Was ich berühren kann, kann ich behaken. Aber immerhin, ich habe ihm ungefähr 10 Punkte Schaden gemacht. Nicht zu verachten. Das noch 1000 Mal und er ist fällig. Gut, also, dann genug mit diesem Tant. Schwimmen wir mal ernsthaft weiter. Andere Richtung. Dumm ist, ich muss jetzt eine Weile laufen. Darum war das Feuer jetzt gar nicht so wahnsinnig klug platziert, sollte es mich erwischen. Auch der weite Weg. Ich glaube, so weite Wege zeigen immer, dass es ein optionales Gebiet ist. Habe ich jetzt die Vermutung, bin mir nicht sicher. Jetzt bin ich hier wieder und fahre hiermit. Ach, da hätte ich jetzt gedacht, dass ich den schon benutzen kann. Falsch gedacht. Ja, dann. Dann. Dann bin ich ein ganz klein wenig verwirrt jetzt, weil es keinen für mich offensichtlichen Weg erstmal gibt. Aber natürlich kann ich zurückmarschieren. Ja. So gibt es hier wieder gehackt. Da, das war eher ein Clipping-Fehler. Ja, jetzt habe ich die Glocke geläutet und es passiert erstmal nichts. Kann ich hier rausspringen? Anscheinend auch nicht. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich. Mache ich was falsch? Wahrscheinlich
Soll ich doch nochmal da unten gucken? Oder? Weil hier geht es dann halt zurück. Ich finde schon den Weg zurück zu den Dingens. Aber die Frage ist, normalerweise lässt mir das Spiel doch jetzt nicht die ganzen Levels wieder zurücklaufen. Sondern... Weil es ja schon ein weiter Weg auch. Ich glaube, ich töte mich hier mal. Hat nicht mal gereicht, wie peinlich. Oh, vielleicht muss ich genau in die Mitte springen. Und das löst was aus. Könnte das nicht sein? Das wäre evil. Aber wie auch immer, ich bin danach tot. Nee, nicht ganz. Und das ist ja auch mein Begehr, nicht ganz zu sterben. Weil dann lande ich wieder auf dem Lagerfeuerplatz und muss nicht den weiten Weg zurücklaufen. Also versuche ich mal wirklich in die Mitte zu springen. Nee. Okay. Wie kann man sich sonst noch töten? Okay, dann versuche ich noch die letzten paar Minuten. Das sind jetzt schon 30 wieder. Versuche ich mal, mich für die... Nee, ich möchte nicht so lange die Folgen immer machen. Ich mache noch einen Versuch. Danach, ob es unten irgendwo weitergeht. Und wenn nicht, beende ich es und dann laufe ich halt den langen Weg da irgendwie zurück. Wobei es natürlich auch Abkürzungen gibt, an die ich gerade noch nicht denke. Also, es kann ja nämlich gut sein, dass ich hier noch gar nicht alles gesehen habe. Einfach mal runterlaufen, nicht nur runterschlittern. Weil da drüben müsste jetzt nichts mehr. Da geht's nicht weiter. Geht halt hier runter. Ist ja fast wie noch mal eine Glocke, gell? Oder wie ein Sarkophag, so ein riesenhafter. Und die greifen mich jetzt an. Ihr seid also aggressive von denen. Ja gut, ich sehe hier jetzt nichts, wo es weitergeht. Am besten Willen nicht. Bin ich wahnsinnig und stütze mich da runter. Ich kann mir aber am besten Willen nicht vorstellen, dass ich diesen Dämonen da besiegen muss, dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass ich doch irgendwie zu ihm runterkomme. Durch geschicktes Fallen lassen und so. Aber ehrlich gesagt, hier, da sterbe ich. Da bleibt fast nur die Brücke. Jetzt kann ich noch gucken, ob ich mich von der Brücke irgendwo fallen lassen kann. Aber das ist zu weit. Lebe ich nicht. Also jetzt hier irgendwie runter. Kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite, hier. Oh, lass mich mal gucken, was passiert. Nee, das war ein automatischer Tod. Ich glaube sogar, so rein von der Höhe her könnte man das überleben. Das wollen sie nur nicht an der Stelle. Na gut, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, es war eigentlich eine sehr ergiebige Folge. Ich habe sofort nach 5 Minuten den Bossgegner angegangen und besiegt. Mit Phantom aber immerhin. Ich war auch noch sehr gut in Schuss. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht habt ihr auch einen Tipp für mich bis Freitag, wie ich weiterspielen soll. Also ich vermute, ich muss jetzt zurück da, wo der Ritter war. Ich finde nur die Abkürzung nicht. Danke!